So Leute, habt ihr Ideen, wie man die Prinzessin ihre Stimme wieder zurückbringen könnte? Ja? Nein? Vielleicht? Ja, mal sehen. Vielleicht seid ihr drauf gekommen, vielleicht auch nicht. Weil ich einfach nur nachgedacht, aber jetzt weiter. Ich bin auf eurer Überwache. Ja, ich darf nicht reden. Noch immer nicht. Ich frage mich gerade, ob es im Spiel eigentlich gesagt wird, wie man der Prinzessin wieder das Reden, sagen wir mal, versüßen könnte. Ich glaube nicht mal. Eines der größten Rätsel im Spiel. Okay, die sagen nichts, die sagen nur über das Essen und so, ne? Aber was cool ist, man kann hier etwas nehmen und essen und die beschweren sich nicht. Jawoll, haha. Ich hab Hunger. Okay, danke. Hab genug gegessen. Fürs Erste, ich komm wieder, ja? In Krista haben sie sich hier beschwert, wenn man was gegessen hat, aber hier? Nein. Denn die sind das gewohnt. Gut. Ich frage mich wirklich, ob das eigentlich nicht gesagt wird. Das ist wirklich... Wow. Nadine, ach ja. Aber bevor ich jetzt dorthin gehe, wo ich hin will, schaue ich nochmal, ob ich irgendwas kaufen kann. Zu teuer, zu teuer. Ah, die Waffe wäre schon sehr geil. Die hier. Aber noch plus 4 Verteidigung, aber auch verdammt. Also ich bräuchte 2780 Taler. Das habe ich nicht. Ich habe gerade mal 500. Das wird interessant. Naja, ich würde mal sagen, wir schauen nicht nur in Loarum, sondern auch in den Wald, wo ich noch nicht war. Nämlich im Nordwesten. Vielleicht gibt es da irgendwas. Es hat ja geheißen, man soll ein Heilmittel finden. Vielleicht gibt es da irgendwo was. Nämlich in Skandia! Oder wir sind im echten Leben halt Skandinavien! Im Nordwesterwald. Und den kennen wir doch. Hallo! Wo gehst du hin? Doch nicht jetzt in den Wald? Hast du schon von dem bösen Bewohner des Waldes gehört? Ich hab da Angst. Ich bewundere deinen Mut, aber geh besser nicht weiter. Der Wald ist ein großes Labyrinth. Viele kehrten nie aus dem Wald zurück. Außer man besitzt einen nützlichen Gegenstand, der den Weg zeigt. Ein nützlichen Gegenstand, der den Weg zeigt? Stimmt, da war was. Stimmt. Hast recht, mein Freund. Aber weißt du auch, wo ich den herkriege? Man kann da in den Wald hinein, kein Problem, Leute. Hier sind auch einige Fledermäuse am Start. Aber ich glaube, ohne dieses Item, was der Freund hier meint, kommt... Okay, man kommt schon weiter, ja. Aber das Labyrinth ist so konfus, das ist ohne das Item fast nicht möglich. Ich frage mich gerade, wo kriegt man das nochmal? Großes Fragezeichen im Kopf. Vielleicht weiß Molly mehr. Ich glaube eher nicht. Unser alter Herr. Er sagt nur die Pilze was. Ah ja, vielleicht ist unser Herr schon fertig mit dem Schlaftrunken. Ja, vielleicht kriege ich da was. Das ist schon mal ein guter Einwand, dass ich mal wieder dorthin gehe. Ich glaube, so war das irgendwie auch, dass ich den Schlaftrunk benutzen muss. Ja, okay, ich lasse es, Leute. Ich zoome nicht mehr mit. Okay, bist du fertig? Danke für die Geduld. Hier ist dein Schlaftrunk. Sogar ein ausgewachsener Büffel will sofort in den Schlaf. Damit könntest du alle Bewohner des Schlosses in Tiefschlaf versetzen. Geh bitte äußerst behutsam damit um und setze ihn richtig ein, ja. Der Gute hat es schon angedeutet. Den Schlaftrunk. Wie man diesen Schlaftrunk richtig einsetzt. Indem man alle Bewohner des Schlosses einschläfert. Wie macht man das? Naja, seht selbst. Es ist teilweise witzig. So, die Leute hier warten noch immer auf mein Heilmittel. Wahrscheinlich sind die anderen vier, glaube ich, Anwerber auch schon unterwegs, Medizin zu finden. Aber ich bin so dreist, nehme hier den Schlaftrunk. Wo ist denn aus? Jawohl.
Und sag einfach rein damit. Sei vorsichtig, so Steffi, jemand, der das hineingebe. Mir egal. Ark füllt den Schlafsack in den Topf. Einfach mal so knapp. Das Essen ist fertig. Ich bin beschäftigt. Geh jetzt bitte. Okay. Sind alle mit dem Essen fertig? Ja. Das geht verdammt schnell hier. So, und hier, die schlafen jetzt. Und was bringt das jetzt, fragen sich einige. Ja. Jetzt kann man sich im Schloss überall hin bewegen. Wer aufgepasst hat, der weiß, wo ich noch nicht war. Nämlich in den Schlafgemächern des Königs und der Prinzessin. Genau da bin ich jetzt unterwegs. Sogar die Zuhörer schlafen. Alle schlafen. Jeder einzelne. Was, Melina? Die schläft nicht. Was macht die denn hier? Oh, wenn die nicht Prinzessin ist. Ne? Warum schlafen sie nicht, Prinzessin? Sie essen wenig. Die Prinzessin scheint dich nicht zu mögen. Verschwinde, du! Sie sieht aus wie Melina, aber sie benimmt sich komplett anders. So. Und jetzt kann man auch diese Wache hier verschieben. Auf das muss man auch mal kommen. Man kann eine Wache verschieben, die schläft. Ja, das ist komisch. Hier ist der König, der schläft sich ja auch. Das Bü. Und wer hier... Das berührt die Statue nicht. Ah, ja, guter Hinweis. Wer hier genau hinsieht, der sieht hier, dass hier hinten ein Eingang ist. Muss man schon etwas genau hinsehen, muss schon zugeben. Gar nicht mal so ohne. Habe ich mein erstmal Spiel schon rausgefunden, aber trotzdem, es ist nicht ohne. Muss man mal erstmal hinsehen. So, was haben wir hier? Ein Kristall und ich glaube, dass es in der Kiste ist, das, was ich brauche. Yep. Die Hermesglocke. Ohne dem komme ich nicht weiter, früher oder später. Sagt eigentlich der Flaggfiegel in meiner Beschreibung? Zeig dir den richtigen Weg. Ja, das könnte man auch so sagen. Zeigt, wenn man so betrachten will. Ja, sie zeigt mir den richtigen Weg, passt schon. Ich will jetzt nicht hier rumhandeln. So, Statue, geh weg. Danke sehr. Zeigt der Spiegel hier das? Nö, ist es ein Spiegel? Keine Ahnung. Und zwar raus hier. Die Wache steht auf ihrem Platz wieder, komisch. Du musst alle 10 Sekunden so wieder aufwachen und sagen, wieso bin ich auf einmal auf falschen Platz gelandet? Und jetzt alles zerstören hier in Prinzessin. Yeah, ich darf hier schlafen. Bin ich nicht fies. Ja, mehr gibt's hier nicht zu sehen, außer die Hermesglocke, aber die ist auch sehr wichtig. Und die Prinzessin Melina, ja, die ist auch sehr wenig anscheinend. Ich glaube, die findet man jetzt auch nicht mehr so schnell. Ich frage mich gerade, ob die Diener des Schlosses, also die Köche oder Köchinnen, alle drei Stück, auch schlafen. Darf ich jetzt mal kurz nachschauen? So viel Zeit muss sein. Ja, und das nächste Essen steht schon wieder bereit, aber die schlafen ja alle. Das sieht sogar so aus, als würde das hier anbrennen. Nicht gerade sehr schön. Obwohl, Moment. Da ist nichts drin. Cool. Die Kochtöpfe, die rauchen einfach raus. Weil sie auf dem Feuer stehen und da ist nichts drin. Auch eine coole Art zu kochen. Ich koche Luft. Muss gut sein. So. Und wer vielleicht es geahnt hat, mit der Hermesglocke kann man jetzt in den Nordfesterwald. Wie man da drauf kommt? Tja, ein bisschen nachdenken. So, ausrüsten. Danke sehr. Diese Glocke. Ja, ich will da rein. Danke, ich bin mutig. Danke. Die ist jetzt dran. Und immer wenn es jetzt klöckelt, ja, erklingt, heißt es, ihr habt den richtigen Weg eingeschlagen. Am Anfang ist es nicht schwer, weil es gibt nur einen Eingang. Zum Glück. Da wohnt aber Geld. Her damit. Das habe ich gehört. Nicht gesehen, aber ich habe es gehört, dass da Geld liegt. So, ich nehme alle Gegner wieder mal mit. Yeah. Ich brauche die Erfahrungspunkte schließlich.
Und das ist jetzt ziemlich fies. Wie gesagt, man kann auch ohne diese Hermesglocke weiter, aber der Weg hier durch ist wirklich wulle. Und hier ist eine Wolfsbestie, die eine größere Verteidigung hat als wie die Wölfe auf dem Himalaya-Berg. Oh, das war eine schöne Umgebung. Aber hier, schön bewaldet. Lass mich in Ruhe. Ich sagte, lass mich in Ruhe. Wir haben keinen Bock darauf. Bitte sehr, warum nicht gleich so? Aber schon wieder viel Schaden eingesteckt. Meine Güte, ich wurde gleich, glaube ich, dreimal getroffen oder so, ne? So, Hammersglocke, er klickt wieder. Und jedes Mal, wenn sie klingt, kommt halt der Dex, der ein bisschen rumnervt. Naja, einfach nicht drüber aufregen, passt schon. Juhu! Was? Jipsa! Schöne 29 Schaden, aber irgendwie, die Technik müssen wir doch sehr gut gegen diese Freunde sein. Wow, verzieh dich, mein Freund. Gut, dass ich jetzt in die Bibliothek reingegangen bin. So kann ich immerhin den Zaubertrommel öffnen und den Flirtzauber wirken. Gut, dass er mich nicht getroffen hat. Yay! Erstmal, dass wir diesen Baum hier sehen. Der Flora-Zauber, glaube ich, ne? Heilt mich komplett. Und es gibt nicht mal eine schöne Animation aus diesem schönen, bunten Baum. So, im Weg weiß ich nicht mehr auswendig. Das Labyrinth nur ein paar Bruchstücke und das war's auch schon. Upsa. Gehst du weg? Ja. Mein Angriff ist nicht gerade der beste. Wenn man die andere Waffe hätte, würde man extrem viel Schaden machen auf die Wölfe. Ich glaube, die werden sogar mit Einschlag besiegt. So, jetzt muss ich aufpassen. Glocke, bist du hier rechts? Nein, gut zurück. Vielleicht links? Auch nicht. Die ertönt sofort die Glocke. Ah, super, ich bin vergiftet. Was soll denn das hier? Was soll denn das? Mich einfach so vergiften? Habe ich noch ein bisschen Entgiftungsdinger? Ja, drei Stücke mehr. Möchtest du auswählen? Jupp. Gegengift. Herbert. Das ist schon fies. Die Wölfe können einfach einzeln vergiften. Einfach so. Na komm her! Komm her, du Wolf! Und du auch. 58 Schaden. Yeah. Ach, ich glaube, ich werde hier sogar ein bisschen Geld farmen und mir diese andere Waffe dann holen. Die wäre auf jeden Fall angebrachter. Sind die, die ich jetzt habe. So, es ging nach links, nach rechts ging es auch nicht. Da muss es genau rausgehen. Genau. Ding, ding. Ich mag diesen Sound. Ding, ding. So, die Fledermäuse sind keine Gegner hier. Den Einschlag besiegt. Aber die Wölfe. Hallo. Die sind gar nicht mal so ohne. Merke ich schon selber. Hallo, ich darf nicht so offensiv wieder mal sein. Gegengift und alles rein mit. Alles rein. Was mich heilt. Ich glaube, ich fange wieder mit diesen kleinen Knollen an. Das dauert ewig, bis die mich voll geheilt haben. Alter Schwede. Noch eine? 20? Ja, noch eine. Rein damit. So. Puh, ich glaube, diese kleinen Knollen, die kaufe ich nicht mehr. Das dauert ewig, bis ich geheilt bin. Und zweitens, im Vergleich sind die auch noch teuer. So, wirklich teuer. Ich denke, dass die mittleren Knollen nur bisschen teurer sind. Sagen wir so, sie sind Taler effizienter als diese kleinen Knollen, die 20 KP heilen. So, mein letztes Gegengift schon. Läuft bei mir. Ich habe zwar noch einen Zauber, der mich vor der Giftung heilt, aber trotzdem der ist auch irgendwann mal weg. Apropos Zauber, ich könnte mal einen offensiven Zauber einsetzen gegen diese ganzen Gegner, ne? Ich will ja nichts dagegen sprechen. Ich glaube, das mache ich auch mal. So, zuerst mal schauen, wo der nächste Weg ist. Wieder geradeaus, okay. Dreimal geradeaus schon bis jetzt. Na gut, ruf du Verstärkung. Ich zauber mal eine Runde, ja? Auf geht's in die Bibliothek, in die Zaubertruhe. Und was zauber ich denn schon? Was haben wir denn hier? Sonnenring? Erdenring, der ist cool. Erdenring, ich habe auch 5 davon, also. Super ein bisschen! Ja. Alle Gegner
die davor getroffen wurden, sind für eine kurze Zeit paralysiert. Und sie blinken so toll. Das war's auch schon, Leute, ja. Warum ich den Erdenzauber trotzdem so cool finde? Weil er bei bestimmten Gegner viel Schaden macht. Aber das dauert noch. Atomring! Los geht's! Oh, schön viele Pünktchen. Der macht Schaden. Und gar nicht mal so ohne. 168? Nicht schlecht. Das waren auch noch drei Gegner auf einmal. Das ist schon fast keiner. Ja, ich glaube, hier in dem weißen Zauber ist man gar nicht mal so verkehrt. Und sogar richtig gegangen. Schon einen rechten Weg einschlagen. Und noch mehr? Immer mit. Zeige ich noch für Zauber auf Lager. Sonnenring. Das ist eine riesige Lichtkugel, soweit ich weiß. Yep. Die einen geraden Weg einschlägt. Also immer schön aufpassen, wo er hier gerade hinseht, bevor er diese Kugel da rauspfeffert. Die ist ziemlich groß und macht auch ordentlich Schaden, wie man gesehen hat. Ja, ist nicht ohne. Und sie kann sogar mehrere Treffer auf einmal raushauen. Also die Kugel ist gar nicht mehr so ohne. Oh. Hermesdruck klingt. Und jetzt bin ich auf einer Brücke, Fragezeichen. Ach nee, nicht ihr Gegner, euch hasse ich. Das sind wirklich solche Gegner, die einen vergiften können. Und das glaube ich sogar mit hoher Wahrscheinlichkeit. Die Glocke klingt nicht mehr, aber jetzt wird es interessant, denn ab jetzt kann man sich glaube ich nicht gar nicht mehr verlaufen. Achtung, Fledermäuse! Ach, geht weg von mir, ja. Meine HP sind schon wieder kritisch. Ja, der Wald. Es hat keine behauptet, dass der Wald einfach ist, ne? Wieder mal. Generell gibt es viele Umgebungen im Spiel, die einfach nur gefährlich sind. So, meine letzte kleine Knolle. Weg damit, die heiligen Knollen sind sowas von schrottreif schon. Leider. So, und der Knolle rein. Jawohl! So, hier geht's nicht weiter aus, wenn er ausschaut. Oh, Fledermaus, her mit dir. Gibst du schöne Erfahrungspunkte, ja? Gibst du Erfahrungspunkte? Jawohl. Au. Was hält der eigentlich so verseuch? Ich meine, die Vergiftung geht irgendwann mal selber, Jack. Ja, aber das dauert. Ich muss den Raum verlassen hier. Raum. Die Umgebung so. Jetzt wird's zwar finster. Soll ich eine Götterknolle essen? Nein, noch nicht. Die sind viel zu wertvoll noch. Noch. So, nochmal so eine Knolle reinpfeffern. Das kann eine Vergiftung tun, weil das wäre schon hart, diesen zu halten. Ah, ich merke schon, ich muss wieder mal. Was kann man zaubern? Ups! Ich habe keinen Entgiftungszauber mehr. Ja. Dann muss ich halt den Schaden annehmen. Auch wenn es mir nicht gefällt. Hier ist ein Gegner, der einfach rumnervt. Davon mehrere. Ah! Alter 5! Lass mich durch! Ist das hier gefährlich? Und hier eine schwarze Figur, die mir verfolgt. Jetzt wird's mysteriös.